Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen, und ihr merkt schon, das wird so eher der Commentary Call of Duty Sommer und nicht der Gameplay Edit oder Let's Play Sommer dieses Jahr, weil es ist einfach so abnormal heiß, dass ich wirklich keinen Bock habe, Live-Aufnahmen zu machen, wo ich ein Headset tragen muss, wo ich ins Mikrofon sprechen muss. Da mache ich das lieber so wie jetzt, zock nebenbei ein bisschen Call of Duty, nehme ein paar Gameplays auf und sag dann was dazu oder sag zu irgendeinem Thema was. So wie man das halt von früher kennt, Commentary-mäßig, denn es ist einfach viel entspannter im Sommer, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, mit einem Headset auf dem Kopf zu sitzen bei der Hitze, bei plus 35 Grad und dann noch irgendwas Gescheites dazu sagen zu müssen, sich zu konzentrieren auf Gameplay. Also, ich kann das nicht. Also, wer es kann, der soll es gern machen. Ich kann das bei der Hitze nicht, ey. Da flippe ich aus, da würde ich am liebsten das Headset gegen die Wand schmeißen, weil mir einfach überall der Schweiß runterläuft. Das ist einfach ekelhaft. Ja, im Hintergrund seht ihr ein bisschen Shipment-Gameplay. Einmal von Modern Warfare und von Call of Duty World War II. Aus zwei verschiedenen Spielen. Aus folgendem Grund, weil ich habe mir gedacht, ich zeig mal Shipment aus zwei verschiedenen Perspektiven und habe mir gedacht, ist Shipment... Oder das habe ich mich gefragt eher, ist Shipment denn wirklich eine gute Map in Call of Duty? Oder ist die einfach nur Mittel zum Zweck? Also Modern Warfare würde ich schon eher sagen, dass es Mittel zum Zweck ist, weil wer spielt zum größten Teil Shipment 24/7? Das gibt's ja mittlerweile echt, eine 24/7 Shipment-Playlist oder Shoothouse-Playlist auch. Ja, wer spielt das denn? Da spielen die, die meistens eigentlich ihre Waffen leveln wollen, weil es einfach verdammt schnell geht. Weil man sehr, sehr viele Kills in kurzer Zeit machen kann, wenn man denn ein relativ passabler oder sogar guter Spieler ist. Das Problem, was ich bei Shipment aber sehe, gerade bei Modern Warfare, also das aktuelle Modern Warfare 2019, ist das Gameplay relativ schnell. Auch wenn es sich relativ taktisch spielt, ist es trotzdem ein sehr schnelles Gameplay. Und ja, man muss irgendwie sehr, sehr defensiv spielen. Also sehr, sehr, sehr defensiv. Das war bei den anderen Teilen, bei Call of Duty 4 und bei Call of Duty World War II, auch schon so, dass man da relativ defensiv spielen muss, aber nicht so krass wie bei Modern Warfare. Also es ist eigentlich nur ein einziges Spawn-Trap-Gameplay, was man hier betreibt, bei Shipment. Und das ist bei Modern Warfare 2019 beim neuen Teil wirklich extrem. Also ihr seht es auch hier im Gameplay, habt das bisher gerade gesehen. Ich habe mich immer nur an zwei Stellen bewegt, von links nach rechts, und habe gewartet, bis die Gegner teilweise spawnen, aus ihren Spawn gelaufen kommen, und ja, dann einfach gewartet, bis die dann zu mir kommen, damit ich auf die ballern kann. Und so macht es gefühlt jeder Spieler. Das kann man bei Call of Duty World War II bei Shipment auch ganz gut machen, aber da kann man sich noch teilweise ein bisschen freier bewegen. Teilweise. Nicht in jedem Gameplay, aber es spielt sich halt ein bisschen langsamer, es spielt sich nicht so extrem schnell, wobei man da auch sagen muss, es ist ein reines Spawn-Trap-Gameplay. Und eine Map zu spielen, wo man ein gutes Gameplay erreichen kann, nur mit Spawn-Trapping teilweise, ist das dann wirklich eine gute Map? Das ist die Frage, die ich mir selber gestellt habe, und ich würde schon fast sagen, nein. Da gibt es doch viele, viele andere Maps, die einfach viel mehr Spaß machen, die auch deutlich mehr Skill erfordern. Da fällt mir zum Beispiel einfach mal High-Rise ein von Modern Warfare 2 oder Backlot von COD 4. Das sind Maps, da braucht man doch ein bisschen mehr Skill und da kann der Gegner aus allen Ecken kommen. Hier weiß man eigentlich schon, von wo der Gegner kommt, weil wenn die ganze Zeit... Jetzt verhaspel ich mich schon. Weil man einfach die ganze Zeit weiß, wenn das Radar an ist, von wo denn der Gegner kommt. Und das ist einfach viel zu einfach. Wenn man relativ gut in COD ist, dann haben die Noobs einfach keine Chance. Überhaupt nicht. Also gefühlt jedes zweite, dritte Gameplay von mir auf Shipment ist ein gutes Gameplay. Weil ich einfach weiß, wo die Gegner spawnen. Und ich einfach weiß, okay, da habe ich mich selber mit dem Mörser aus dem Leben geschossen. Passiert auch mir mal. Weil ich einfach weiß, wo ich hinballern muss. Ja, und das wissen relativ schlechte Spieler einfach nicht. Und die haben einfach keine Chance auf Shipment. Und denen macht Shipment auch keinen Spaß. Und deswegen bin ich zum Entschluss gekommen, Shipment, da kann man zwar viele Kills machen, da kann man viele Killstreaks bekommen. Eine gute Map ist es aber nicht. Auch wenn es hart gefeiert wird von den meisten. Ich finde, es gibt bessere Maps in Call of Duty als Shipment. Deutlich bessere. Und zwar viele, viele Maps. Ja.
Das war das, was ich mal zu Shipment sagen wollte, weil ich in letzter Zeit mich selber ertappt habe, dass ich bei Modern Warfare, um Waffen zu leveln, relativ viel Shipment gespielt habe, obwohl die Map eigentlich gar nicht so geil ist. Da gibt es viel, viel bessere. Schreibt mir mal eure Lieblingsmaps in Modern Warfare oder generell in Call of Duty in die Kommentare, sei es von Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, COD 4, Black Ops 1, scheißegal von welchen COD, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was eure Lieblingsmap ist und was ihr von Shipment haltet. Am besten Abstand, würde ich an der Stelle mal sagen. Ja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.